Wow, ist das wirklich ein Teleskop? Ja klar, und ich zeige dir auch, wie es funktioniert. Ich werde es ins Auto legen, okay? Okay, ich werde mich von Mama verabschieden. Noch mehr Daten. Ja, irgendwas passiert hier. Die nächste Türe. Oh, wir sind wieder auf der Blumenwiese. Schon wieder dieses Licht. Linri, bist du es? Diesmal nur ein Fragment. Oh, Glühwürmchen. Hier steht nur, dass es ein wenig westlicher ist. Es sind einfach so viele. Wie kannst du einen ausfindig machen? Ich glaube, ich habe einen gefunden. Hast du? Ich will ihn sehen. Wow, ich kann es nicht glauben. Es sieht wirklich aus wie auf den Bildern im Buch. Hey, habe ich es dir nicht gesagt? Du benennst es und ich werde es finden. Was ist, wenn sie keinen Namen haben? All diese Sterne, nicht alle haben einen Namen, oder? Nun, warum kommst du nicht her und überzeugst dich selbst? Hey, Papa. Denkst du, dass es dort oben einen Stern mit meinem Namen gibt? Es gibt bereits einen Stern mit deinem Namen, Linri. Er ist nur nicht dort oben. Was? Oh. Das ist kitschig, Papa. Ich mag die Lavendel immer noch lieber, aber... Ich gebe zu, die Sterne sind auch ziemlich cool. Weißt du, was daran so toll ist, Lin? Auch wenn all diese Sterne so wundervoll leuchten, viele von ihnen sind bereits vor langer Zeit verschwunden. Verschwunden? Ja, nicht einmal die Sterne leben für immer. Aber dann, warum sehen wir sie immer noch? Nun, das liegt daran, dass sie während der Zeit, in der sie existierten, so hell leuchteten. Dass ihr Licht so weit reiste, dass es uns gerade eben erreicht. Wow. Ich nehme an, ich sollte ihnen dafür danken. Ohne sie könnte ich das Lavendelfeld nicht sehen. Nun, dann solltest du vielleicht dem Lavendel auch danken. Weil ohne ihn gäbe es hier nichts zu sehen, richtig? Ja. Meine Lavendel mag zwar nicht im Himmel sein, aber ich mag es so lieber. Ich kann in ihnen spielen, sie riechen und sie von nahem betrachten. Die Sterne sind alle so weit entfernt, aber ich nehme an, auch sie haben ihre eigenen Sachen zu erledigen. Ich würde nichts an ihnen ändern. Du würdest nichts ändern, ha? Huh? Also wenn du beides sein könntest, was wärst du lieber? Hm. Nun, ich mag die Lavendel trotzdem mehr so. Also wäre ich lieber ein Stern. Warum ein Stern, wenn du Lavendel mehr magst? Oh, Papa. Damit jeder den Lavendel sehen kann, natürlich. Ich würde auf dieses Feld so hell leuchten und es so hell wie am Tag machen. Und dann könnte jeder für immer sehen, wie schön es ist. Klingt, als würdest du einen wunderschönen Stern abgeben, Lin. Flupp. Thank you.
Das klingt toll, Papa. Ich wünschte, ich könnte lange aufbleiben und jede Woche hierher kommen. Aber Papa, könnte ich dich was fragen? Ja, Lin? Warum hat Mama geweint? Noch mehr Daten. Und eine kleine Barriere. Das ist so etwas, da wollen wir eigentlich gar nicht die Wahrheit wissen. Oh, Schule. Sie wird auf jeden Fall älter, so wie es aussieht. Geburtstage. Noch mehr Krankenhausbesuche. Da lernt sie. Hallo, Giraffe. Ja. Und da sind wir wieder in der Schule. Genau wie die Giraffen, die Pferdemotte. Genau wie die Giraffen, die Pferdemotte wird auch als Beispiel für die natürliche Auslese verwendet. Obwohl das Experiment diskutiert wurde, die Hypothese bleibt unverändert. Dass, wenn eine genetische Mutation auftritt, eine natürliche Auswahl entscheidet, ob es weiterlebt oder ausstirbt. Wenn die Mutation gut ist, dann ist es für den Organismus wahrscheinlicher zu überleben und seine Gene weiterzugeben. Und wenn die Mutation schädlich ist, ist es weniger wahrscheinlich zu überleben und sich zu reproduzieren. Somit filtern sie sich selbst heraus. Keine neuen Daten, keine Erinnerungsfragmente. Emily, geht es dir gut, Lindri? Mir geht es gut, warum? Nun, zum einen, du schienst aufgebracht zu sein. Und dann ist da noch die ganze Sache mit dem Rausgehen mitten in der Schulstunde. Ich wollte nur keine Zeit verschwenden, das war alles. Es war mir schon bekannt, welche Themen unterrichtet werden. Also überspringst du den Unterricht durch Lesen? Was ist das überhaupt? Mikrobiologie. Oh komm schon, du erscheinst nicht zu Stacys Partys, aber du hast Zeit für... Freaking Mikroblablu? Die Highschool-Jahre sind dafür da, Erinnerungen zu machen. Ha, du sprichst da einen interessanten Punkt an. Hey, wohin gehst du? Ich muss ein paar Bücher über die Erinnerungsbildung finden. Das ist nicht das, was ich meinte. Ich weiß, aber trotzdem danke. Okay, dann mehr Daten. Tja, Emily, du bist genauso abgestellt wie der arme Quincy hier. Okay, sie macht ihren Abschluss. Kommt schon wieder ins Krankenhaus. Ihre Eltern werden langsam alt. Da ist sie wohl an der Uni, so wie das aussieht. Okay, Erinnerungsfragmente kommen jetzt wieder. Da läuft sie einfach durch uns durch. Gibt sonst nichts mehr hier? Nein. Ich frage mich gerade, ob wir überhaupt eine Auflösung kriegen werden oder ob Imposter Factory einfach wieder nur das Vorspiel zur nächsten
Hauptspiel wird, sage ich jetzt mal. Also To the Moon und Finding Paradise, so wie es bei Bird Story der Fall war, wobei Bird Story ja kurz und keinen Text hatte. Kurz war und keinen Text hatte. Professor, immer noch ein bisschen hinter dem Zeitplan, nicht wahr? Ja, aber ich werde aufholen. Es gibt noch viel zu analysieren, aber zumindest habe ich jetzt die Daten. Mhm, gut. Ich weiß, es ist viel, aber auf dein Projekt freue ich mich am meisten. Mach dir keinen Druck. Ein Kern spinnt? Sie ist also an einer. Ist sie an einer medizinischen Universität? Weil das sieht auf jeden Fall aus wie ein Kern spinnt. Also ein MRT. Noch mehr Daten. Das war's. Ich steige aus. Okay. Na, nicht jeder packt die Uni. Ich denke, dieser Ort ist kein Witz. Aber wenn ich darüber nachdenke, warum habe ich das Gefühl, als hätte ich irgendwo einen Abschluss gemacht, so wie hier? Und da kommen wir angelatscht. Was zum Teufel? Entschuldigung. Ist dieser Platz frei? Scheint so. Moment, wenn das hier die Vergangenheit darstellen soll. Und ebenso meine. Wie kann es sein, dass ich mich an nichts erinnere? Ich meine, mir kommt dieser Ort bekannt vor, aber... Hey, warum wird es nun dunkler? Weil die Ausblende gekommen ist. Oh, das Licht ist wieder da. Oh nein. Was? Ist es wirklich schon nachts? Ich nehme es an. Du bist auch eingeschlafen, ne? Ja, ich kann das alles nicht glauben. Es ist das zweite Mal diese Woche. Das zerstört meinen kompletten Schlafrhythmus. Du siehst ein wenig ausgebrannt aus. Ja nun, wer ist das heutzutage nicht? Quincy? Aktuell? Wie bist du denn überhaupt eingeschlafen? Ich Jetlag. Jetlag? Ja, ich komme gerade von einer... Rucksackreise rund um die Welt. Wow, du Glücklicher. Ja. Aber jetzt muss ich alles nachholen. Warte, du meinst... Du hast buchstäblich gerade eine Reise mitten im Semester gemacht? Jupp. Warum? Ja, Schulterzucken. Gut. Okay, vielleicht sollte ich wieder zur Arbeit beginnen, solange ich noch bei Verstand bin. Ich auch. Ich habe ein paar Aufsätze zum Nachholen. Das ist hart. Was ist dein Hauptfach? Ich studiere freie Künste. Oh. Freie Künste könnten sehr nützlich sein. Ich habe gar nichts gesagt. Das war nicht provozierend. Ja, mal, ich bin aufrichtig. Ich weiß nicht, warum ihr Jungs so viel scharfe Kritik hier bekommt. Was studierst du? Ich bin in Nähe... In Neu... Nun, das ist ein bisschen peinlich. Ist schon okay, mach weiter, sag schon. Neurowissenschaften, Promotion technisch.
Du Bastard. Also arbeitest du daran, Arzt zu werden? Nun nein, ich bin mehr in der Forschung. Meine Arbeit beschäftigt sich mit der synaptischen Modifikation und Kodierung von Erinnerung. Okay. Was ist los? Es ist nichts. Nun, es wird eine lange Nacht werden. Ich hole mir einen Kaffee von der anderen Seite des Flurs. Willst du auch einen? Sicher, danke. Mein Name ist übrigens Quincy, nur nebenbei. Ich bin Linry. Wir kannten uns, aber ich erinnere mich an nichts davon. Wiederholt sich das Ganze jetzt? Pennen Sie gleich wieder beide ein? Okay, was auch immer das gerade war. Und da ist unser Zeitportal mal wieder. Okay, was ist denn? Was kommt als nächstes? Außer, dass die Tür mal wieder verschwindet. Da reden sie miteinander. Okay, Fahrrad. Bücher. Bushaltestelle. Sie ist alleine, er mit Freunden. Kaffee natürlich, viel, viel Kaffee. Da liest sie. Oh, sie treibt Sport. Jetzt treibt er auch Sport. Wo auch immer sie da sitzen. Werden gerade die Daten von Quincy und Linry in uns reingeladen? Da sind sie beim Futtern, okay. Wie sieht es mit dem Eiffelturm aus? Ja, es war ein gewaltiger Anblick. Ich meine, es gibt heutzutage viele größere Strukturen, aber es hat einfach etwas Spektakuläres, wie es so allein am Horizont steht. Es klingt toll, all diese Orte aus der Nähe zu sehen. Ich frage mich, ob es anders ist als auf den Bildern. Machst du Witze? Natürlich ist es anders. Es steht unter dem Beweis der Zivilisation nahe genug, um die Hand auszustrecken und die Geschichte zu berühren. Ich hoffe, dein Anthropologie-Professor teilt den gleichen Enthusiasmus. Eiffelturm, die Pyramiden von Gizeh, die große Mauer. Ehrlich gesagt wollte ich auch schon immer mal hin. Warum tust du es da nicht? Ich meine, wenn ich für eine Reise sparen kann, bin ich sicher, du könntest das auch. Nein, es ist nur, ich habe nicht die Zeit. Keine Zeit? Ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber du kannst dir sicher ein paar Wochen Zeit nehmen. Es ist nicht nur das. Ich habe meinen Weg vor langer Zeit gewählt, Quincy. Ich muss einen Ort finden, an dem ich eine Spur hinterlasse, aber ich weiß nicht, wie lange ich dorthin muss. Es ist schön, wenn ich unterwegs einen Blick auf die Landschaft erhasche, aber wenn ich anhalte und an den Rosen riechen würde,
Ich fürchte, ich würde merken, wie schön alles ist und nur dort bleiben wollen. Ich verstehe. Das ist eine ziemlich dramatische Art, es auszudrücken. Aber es ist auch irgendwie romantisch. Erinnert mich an diese Sterne am Himmel. Ha? Als ob die Erde hier unten, als ob sie die Erde hier unten erleuchten und erhellen, aber selbst kein Teil dieser Welt sein können.